Wie deutlich zu erkennen ist, sind wir in einem Fitnessstudio und zwar in einem ganz besonderen. Denn mit der Bewegung, die hier überall stattfindet, wird hier etwas ganz Besonderes gemacht, nämlich Strom. Die Idee, die Bewegungsenergie der unermüdlich Fitnesstreibenden zu nutzen, um dabei elektrische Energie herzustellen, hier im Green Gym in Berlin ist sie Wirklichkeit geworden, im Studio von René Eick. Ja, die ursprüngliche Idee entstand dadurch, man steht neben dem Gerät, wundert sich, wo der Strom herkommt, weil das Gerät hat keinen Stromanschluss. Man unterhält sich mit dem Servicemann von der Firma und der meint doch, ja, da sind doch Lichtmaschinen drin. Und da, das war die Initialzündung sozusagen oder das war der Auslöser für die Idee, die Geräte umzubauen oder sie erstmal zu öffnen und zu gucken, wie funktioniert es dann überhaupt. Und wie nutzt Herr Eick, der übrigens gelernter Maschinenbauingenieur ist, die Sportlichkeit seiner Kundschaft zur Energiegewinnung? Aha, die Geräte hier sind alle verkabelt. Herr Eick hat sie so umgebaut, dass der per Muskelkraft entstandene Strom in den hinteren Studiobereich geleitet wird. Hier wird die gebündelte Energie gesammelt, und zwar in diesem Akku. Wobei das Kästchen, also der Akku, wirkt ja doch erstaunlich klein und sieht offen gestanden irgendwie ganz und gar nicht so aus, als könne man damit ein ganzes Fitnessstudio mit Strom versorgen, oder? Das ist korrekt. Also der normale Bürger schafft halt oder Mensch schafft halt so, schaffen, so 80 Watt in der Stunde zu treten. Damit kann man natürlich nicht das ganze Fitnessstudio versorgen. Das ist nicht ausreichend. Grundsätzlich nutzen wir das hauptsächlich für das Aufladen von Handys an den Kardiogeräten selbst. Okay, auch bei noch so konzentriertem Training reicht die Stromausbeute, zu der der menschliche Körper in der Lage ist, gerade mal zum Handyladen. Wobei, was heißt gerade mal zum Handyladen? Das ist doch immerhin was. Und das finden die Kunden auch. Naja, total praktisch. Also kostet nichts, man tut sich keinen Abbruch hier und entsteht sozusagen nebenbei. Ist einfach eine tolle praktische Lösung, wie Blutspenden. Also sehr ökologisch. Ich fühle mich ökologisch abbaubar. Nein, das ist eigentlich super, eine super Idee. Also für Stromerzeugung und dabei noch was Gutes tun für sich, für die Umwelt, müsste man eigentlich überall machen. Und weil es eine gute Sache ist, habe auch ich mich entschlossen, zum Abschluss des Berichts mal ein wenig an die Geräte zu gehen und bei der Gelegenheit mein Handy zu laden. Der von mir erzeugte Strom landet im Akku, den ich wiederum vom Fitnessgerät aus anzapfe. Das ist doch toll. Wobei, ja gut, das bin gar nicht ich, das ist der weitaus durchtrainiertere Kunde, Herr Tiepelmann. Aber nee, ich habe schon auch Strom erzeugt, hier ist der Beweis. In der Summe war es ungefähr, naja, 1 Watt. Fast.